Amen. Für die letzten paar Wochen wurde ich gefragt, eine Nachmittags-Frage-und-Antwort-Stunde zu machen für, ja, und ich glaube, ich habe das seit 3 Wochen jetzt gemacht. Ich weiß nicht, wie es angefangen hat, aber ich glaube, es war eine Konversation über, was wir hier daheim hatten. Aber da wurde eine Anfrage gestellt, ob wir eine Frage-und-Antwort-Stunde über Beziehungen haben können. Vor allem dem Thema Courtship und Ehe. Diejenigen, die meine Präsentation über die Jahre zugehört haben, da wisst ihr, dass es ein Thema ist, das ich sehr oft behandle. Es ist ein Thema, das ist, wo die meisten von uns interessiert sind, ob wir in einer Beziehung sind, ob wir ein Paar oder sein möchten. Ich denke, wie die meisten von uns, so bin ich kein Experte. Behaupte nicht, dass ich kein Experte bin. Aber auch wenn ich dieses Thema in der Vergangenheit sehr oft behandelt habe, so versuche ich dennoch, dauernd weiter zu lernen. Und ich hoffe, jeder hat die gleiche Einstellung. Und wie viele gedacht haben, dass wir in der Vergangenheit vielleicht richtig hatten, wurden über die Jahre herausgefordert. Aber die viele der Prinzipien, die wir gelehrt wurden und die wir verstehen können, verstanden haben, bleiben auch immer noch bestehen. Also lasst uns anfangen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir durch diese alle Fragen durchkommen, aber wir machen hier einfach einen Anfang. Also, Frage. Wir wissen, dass im Prediger, da gibt es die Lektion, dass es da eine Zeit für alles gibt. Was für einen Rat können wir Leuten geben, dass sie dankbar sind für eine Zeit, in der sie jetzt sind? Ist es vielleicht auch falsch, dass man diese Zeit mag und da auch so ein bisschen drin bleiben möchte? Oder dass man für eine andere Zeit wartet? Ich weiß jetzt nicht, wem seine Frage das ist, aber wenn wir jetzt zu Prediger gehen, und wir schauen uns einfach 1, 2 Verse an. Ich weiß ja jetzt nicht, was in den Gedanken des Fragestellers ist, deswegen ist es nett zu wissen, wer diese Frage stellt. Also ist meine Frage, Sophie. Deine Frage. Go ahead. Du wolltest nur sagen, dass du bist? Yeah, so you're probably just to summarize it, in Ecclesiastes we see this concept. Also im Prediger sehen wir dieses Konzept von, dass eine Zeit für alles und wie geht es, dass Leute einfach Freude haben in der Zeit, in der sie singen? Und ist es falsch, dass Leute in dieser Phase sein wollen, bleiben wollen? So, jetzt ist ein Problem mit dem Mikrofon. Also wir sind in Prediger 3. Das ist, worauf du dich, glaube ich, beziehst. Das fängt im Vers 1 an. So, für alles gibt es eine Zeit oder eine Saison. Da gibt es eine Zeit für alles. Eine Zeit zu geboren werden, eine Zeit zu sterben, Zeit zu pflanzen, Pflanzen zu ernten, Zeit zu töten, Zeiten zu heilen. Und so weiter. Bitte lest den Bibelvers noch selber. Time of war,
Also es erwähnte die Erfahrung des menschlichen Zustands. Und die Frage sagt, in Prediger wissen wir, dass es eine Lektion gibt, dass es da eine Zeit für alles gibt. Ich weiß jetzt nicht, was das eigentlich wirklich bedeutet in Prediger 3. Da gibt es eine Lektion, die da gelehrt wurde, dass es da eine Zeit für alles gibt. Mein Verständnis ist, dass es sehr vereinfacht, dass diese Zeiten eigentlich Dispensationen sind. Und wenn wir das prophetisch annehmen wollen, dann könnten wir das tun. Da gibt es eine Zeit zu sehen, eine Zeit zu ernten. Wir könnten eine prophetische Anwendung auf diese Zeiten machen, wenn wir das tun wollten. Und in seiner grundlegendsten Art und Weise, denke ich, spricht Prediger über den Zyklus eines Lebens, eines Menschenlebens, welches wirklich ein morales Thema dann eigentlich ist. Aber das sind Dinge, die zu einem Menschen passiert von externem Einfluss, wo sie keine Kontrolle drüber haben. Das sind nicht unbedingt Dinge, die sie wirklich vorplanen oder eine Kontrolle haben. Und das ist mein Verständnis von diesen Zeiten. Diese Zeiten. Also, wieder technische Dinge, die besprochen werden. So, die Frage ist, welchen Rat geben wir Leute, dass sie glücklich sind und dankbar sind für die Zeit, in der sie sich befinden? Ich weiß, viele von uns haben diese Idee, dass wir für alles, was wir bekommen, dankbar sein sollen und auch die Erfahrungen, durch die wir gehen. Aber ich bin nicht zu überzeugt, dass wir für all diese Dinge so dankbar sein sollen. Ich bin mir nicht sicher, ob in all diesen Zeiten, dass wir dankbar für alles sein sollen. Das ist das Erste, was ich vorschlagen möchte, dass Dinge zu uns passieren, zum Beispiel, dass wir einen Geliebten verlieren oder dass eine Beziehung zerbrochen wird. Dinge gehen sehr oft in unserem Leben kaputt. Und wenn wir durch diese Liste hindurchgehen, dann sehen wir, dass viele dieser Zeiten, durch die diese Person durchgehen, sie sind gut und schlecht. Und ich bin nicht völlig überzeugt, dass wir für all diese schlechten Zeiten, die über uns kommen, so dankbar zu sein müssen. Ich denke, wir müssen damit umgehen und auch in der richtigen Art und Weise und Perspektive. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir eigentlich dankbar dafür sein sollen, wenn wir jemanden Geliebten verlieren. Ich weiß nicht, wie man dafür dankbar sein kann. Wenn Leute kommentieren wollen, dann könnt ihr das tun. Also die erste Frage ist, welchen Rat können wir Leuten geben, dass sie dankbar sind? Und ich bin mir nicht sicher, dass ich Leute dazu ermutigen würde, dass sie immer dankbar sind. Sie haben vielleicht ihr Kind verloren, ihre Ehe ist gebrochen oder sie haben ihren besten Freund verloren und so weiter. Wir können Leute helfen und ermutigen, da durchzukommen, aber ich weiß nicht, wie viel dankbar sein können. Wenn wir jetzt durch die Zeit der Trübsal von Jakobs Zeit Trübsals durchgehen, da sehen wir, wie viele Freunde wir verloren haben und wie viele vom Weg abgekommen sind und in die böse Welt runtergesprungen sind. Und ich weiß nicht, wie dankbar wir dafür sein können. Going to visit my dad, running two businesses. Like I just, you know, I
Also meine Frage ging mehr um, wie können wir Leute ermutigen, dass Single sein eigentlich ganz okay ist, weil manche Leute so viel, manche Leute sind so besessen davon zu heiraten. Als dieses Single-Frau ist immer dieser Druck da, dass man heiraten muss. Ich glaube, ich hätte es nicht besser erklären können wie du. Ich verstehe jetzt besser, was du meintest. Und ich glaube, du hast diese wirklich gut beantwortet, dass jeder von uns durch Phasen in unserem Leben geht, wo Leute sagen, wo wir sehr schnell wieder rauskommen sollten oder dass man dann da unglücklich ist. Und ich denke, in den meisten Umständen durch den Lebenszyklus von Beziehungen sollten wir Glücklichkeit finden und zumindest Erfüllung finden in diesen Phasen unseres Lebens. Ich glaube, du hast es recht gut gesagt, deswegen möchte ich das nicht noch was dazu sagen. Zweite Frage, ist es falsch, in einer Zeit zu befinden und darin zu bleiben oder dass andere eine weitere Zeit wollen? Also wenn wir darüber sprechen, dass jemand Single ist, ist es okay, dass sie Single bleiben wollen? Und ich denke, das ist, glaube ich, wirklich in Ordnung, wenn jemand einfach nur Single sein möchte. Wenn das wirklich hinter deiner Frage steht, weil wenn du verheiratet bist, dann da gibt es keine Saison nach der Ehe. Du willst ja eigentlich verheiratet bleiben. Also geht es hier eigentlich für Leute vor der Ehe, wenn ich deine Frage richtig verstehe. Die meisten Leute, wo ich sehe, ich glaube, die meisten wollen nicht in dieser Situation bleiben. Also es geht dann wieder zurück zu der ersten Frage. Wir sollten Leute dazu ermutigen, glücklich zu sein, auch wenn sie Single sind. Also da gibt es ein paar Leute, die einfach nur Single bleiben wollen. Und wie ich bereits gesagt habe, wir sollten... Das ist absolut in okay. Nicht jeder will heiraten oder ist bereit zu heiraten. Aber die meisten Leute, wenn sie verheiratet werden könnten oder wenn sie die Möglichkeit hätten, würden gern einen Partner haben. Aber in dem zweiten Teil deiner Frage sagst du, da gibt es Leute, die eigentlich verheiraten wollen, welches für die nächste Zeitdispensation ist, und wir sollten sie ermutigen, dass sie warten können, dass sie nicht sad, also nicht traurig sein werden und so weiter, bis diese Dispensation kommt. Für viele Leute, die Single sind, ich glaube, dass das wirklich schwer ist, dass sie Frieden haben und glücklich sind, wenn sie sich in dieser Situation befinden. Also es ist nicht falsch, einfach Single zu bleiben, wenn man das möchte. Wie schaut Ehe und Courtship jetzt aus mit der Botschaft von Equality, Gleichberechtigung? Ich glaube, da gibt es nicht viele Unterschiede. Ich glaube, die meisten, die in einer Courtship sind, wenn sie in einer funktionierenden Courtship sich befinden, dann damit meine ich, dass sie durch die Courtship in einer gesunden Art und Weise durchgehen. Da glaube ich, ist es nur sehr wenig Unterschied nur ist von der Vergangenheit bis heute. Eine der Hauptdinge,
die wir identifizieren, oder eine, diejenigen, die eine Beziehung anfangen wollen in der Vergangenheit, wäre es der Mann gewesen, der die Frau fragt, sozusagen. Und es wäre nicht so gern gesehen, wenn eine Schwester den Bruder anfragen würde und sagen würde, hey, ich würde gerne eine Beziehung haben. Und ich glaube, das ist etwas, was sich verändert hat in dem Bezug, dass es heute viel offener ist und akzeptabler ist, dass das passieren kann. Aber ich würde sagen, ich weiß nicht, wie viele von uns, die zuhören, die in dieser Situation waren, die in einer Courtship waren, als Christen, als Adventisten, und nicht, dass sie nicht verheiratet waren, bevor sie Adventisten waren. Und der Grund, warum ich das frage, ist, weil sogar in der Vergangenheit, dass diese Idee, dass viele Frauen einfach nur warten, bis der Mann kommt und sie dann fängt oder dann eine für eine Beziehung fragt. Ich glaube, dass es nicht so schwarz und weiß ist. Die meisten Leute, die zumindest ich kenne, die in die Beziehung eingegangen sind, in dieser Bewegung oder im konservativen Adventismus, wenn ich diese Perspektive betrachte, viele von ihnen haben eine Beziehung angefangen, die mit Freundschaft anfing. Sie haben jemanden irgendwo getroffen, diese Freundschaft entwickelt sich und dann würde jemand fragen. Und 99% in der Zeit wäre es ein Mann gewesen, der die Frau fragt. Aber die meisten Fälle, mit denen ich vertraut bin, dass es da eine zweiwegige Kommunikation zwischen Mann und Frau war. Auch wenn es unausgesprochen ist, da war es eine Art der Kommunikation, dass die Frau dem Mann irgendwie wissen hat lassen, dass sie interessiert ist und so auch der Mann zu der Frau. Auch wenn es nicht ausgesprochen wurde, es einfach durch Körpersprache, Gesichtsausdrücke mit ihren Augen. Und ich denke, dass Frauen einfach gestanden sind und dann gewartet haben, bis irgendjemand einfach kommt und sagt, hey, können wir eine Beziehung haben? Ich glaube, das ist nicht ganz akkurat. Ich denke, die meisten von uns, wenn wir in unsere Vergangenheit betrachten, können wir einfach erkennen, dass es da eine zweifache Kommunikation angegangen war, bevor man da in eine offizielle Courtship eingetreten ist. Und ich denke, dass wir jetzt an diesem Ort sind, dass es da keinen Widerspruch geben würde, wenn eine Schwester und ein Bruder sagen würde, hey, wir waren für so lange Freunde schon, hättest du Interesse in eine Courtship mit mir? Und ich glaube, die Offenheit über diese Sachen, ich glaube, das hat sich in letzter Zeit einfach verändert. Im letzten Teil sollen Frauen jetzt zur Ältesten gehen und fragen, hey, gibt es irgendjemanden, der, gibt es da jemanden, den ich heiraten kann? Das kommt zurück auf die Frage, haben sich Dinge verändert? Und da gibt es Dinge, die sich verändert haben, vor allem dieses Thema mit der Mitgift. Und dieses ziemlich ein Thema, vor allem in Afrika momentan. Die meisten afrikanischen Länder und Kulturen haben irgendwie ein Mitgiftsystem, auch wenn es einfach nur ein Zeichen oder Symbol ist. Und in den letzten 6 oder 7 Monaten waren wir sehr strikt darüber, dass wir als Bewegung nicht dieses Mitgiftsystem praktizieren oder unterstützen. Und was das bedeutet, ist, dass junge Leute, oft sind es junge Leute, die werden Unterstützung von der Familie erhoffen sich, von den Eltern. Und in der Situation,
wo wir uns jetzt befinden, wo wir sagen, sie dürfen die Mitgift nicht praktizieren. Da sind Eltern vielleicht nicht willig, das Ganze zu akzeptieren, und die meisten tun das auch nicht. Also, wir haben eine gewisse Änderung in unserem Denken da gemacht, weil Leute kommen zu diesem Ort, wo sie dann Probleme mit ihrer Familie haben, dass die Familie ihnen verbietet zu heiraten, und wir in der Bewegung sehen keinen Grund, dass die Ehe nicht stattfindet, und wir erlauben Leuten jetzt, dass sie heiraten können ohne die Zustimmung der Eltern. Wenn es in zu dem Thema der Mitgift kommt. Aber hier hieß es jetzt nicht Älteste, sondern es geht, sondern um Älteste. Also eine Schwester kann jetzt zu den Ältesten gehen und sagen, ich bin interessiert in diese Person. Können wir hier den nächsten Schritt gehen und so weiter? Und ich denke, das ist komplett akzeptabel, das zu tun. Manche Leute mögen, Leute in der Bewegung, ich denke, es gibt es sehr gut, wenn man den Rat von den Ältesten einholt, von geistlichen Leitern, Leute, die geistlich bedacht sind. Theoretisch sollten es die Eltern sein, aber wenn das nicht der Fall ist, dann holt euch den Rat für die Ehe. Einschließung. Und ich sage ja, sie können, die Frauen können jetzt die ersten Schritt machen, ob es zum Mann ist, dass sie auf den Mann zugehen, auf die Eltern zugehen oder die Ältesten. Kommt auf die Umstände ran. I don't know who's got their hand up. It says Galaxy Tab with Sister. Good morning, Elder. Hi, Linda. Who am I speaking to? Mit wem spreche ich jetzt? Mit Tina. Ah, Sister Tina. Yes. Go ahead. So my question is it still a necessity for a male to approach a female parent in asking? Meine Frage ist, muss ein Mann immer noch für um die Hand der Frau anhalten? Oder ist das nicht mehr notwendig? Denn das wurde gelehrt, dass ein Mann, wenn er eine Frau fragen möchte, muss er erst zu ihren Eltern gehen. Was ich versucht habe, in meiner Antwort zu tun, ist eine generelle Antwort zu geben. Ich kann keine definitive Aussage geben, die sagt, egal ob es Frau oder Mann ist, Junge oder Mädchen, ich weiß nicht, ob wir eine definitive Aussage machen können, dass die sie erst die Eltern fragen sollen oder den Ältesten, oder die Person, in der sie interessiert sind. Denn das sind eigentlich die Leute, die Ja sagen müssen. Die Frage ist jetzt die Reihenfolge von dem Ganzen. Und ich denke nicht, und da denke ich nicht, dass es eine definitive Antwort gibt. Erst die Eltern, dann die Ältesten und dann die Person, in der du interessiert bist. Ich denke nicht, dass es immer in der Reihenfolge sein kann. Ich denke, da gibt es Weisheit, gibt jemanden anders zu heranzugehen. Und ich denke, die ersten Personen, von denen man Rat holt, ist einen Ältesten, jemand, der geistlich gesinnt ist, jemand in der Bewegung, der beide Leute mag und der eine gewisse Rat und Führung geben kann. Und Eltern sind oft nicht die besten Personen für das, weil wenn wir die Leute hier in der Bewegung betrachten, wir haben nicht diese Kultur, wo wir sehen, dass Leute, in dieser Bewegung gibt es nicht so viele Familien. Die meisten Leute in dieser Bewegung sind individuelle, manchmal Eltern, manchmal Kindern.
manchmal individuelle, aber es ist sehr selten, dass wir eine komplette Familieneinheit, die komplett funktioniert mit Eltern und Kindern, die voll in der Bewegung sind. Das ist sehr, sehr langsam. Also in der Bewegung, ich glaube, die Leute, die wir herangehen sollten, sind vor allem die geistlichen Leiter in der Bewegung, die die andere Person, in der du interessiert bist, dass man sie fragen würde. Es mag auch sein, dass du erst die Person ansprichst. Die Schwester mag vielleicht erst den Bruder ansprechen oder auch andersrum. Und das kann natürlich je nachdem ausschauen, je nachdem, wie die Beziehung vorher war. Sagen wir, die Freunde, wenn sie bereits schon seit 2 Jahren Freunde waren, dann gebraucht es nicht viel von dem Verständnis, dass es da eine hohe Ebene von Wunsch gibt, dass man sagt, dass einer sagt, hey, ich mag dich wirklich. Und wenn das passiert ist, dann können die Leute vielleicht zu ihren Eltern gehen oder zu einem Ältesten. Also ich möchte hier nicht sehr dogmatisch sein, dass es als erstes die Eltern sein müssen und dann eine andere Reihenfolge und so weiter. Ob der Junge oder das Mädchen das Werk tut. Ein Problem, mit dem man konfrontiert wird, ist, wie ich bereits gesagt habe, viele Eltern, die Kinder in der Bewegung haben, haben keine Eltern in der Bewegung. Und es wäre komisch für ein Mädchen, die dann die Eltern von dem Jungen fragen, hey, ich wäre interessiert an euren Sohn, kann ich ihn korten? Ich glaube, sie würde nicht verstehen, was hier passiert. Ich glaube, da muss es eine gewisse Sensibilität und Balance geben. Die Frage ist, ist es noch notwendig, dass der Junge zu den Eltern geht, das Mädchen. Ich denke, es sollte beide machen, Junge und Mädchen. Wir sollten sensibel gegenüber dem sein, ob die Eltern in der Bewegung sind. Und ich addiere das jetzt noch, aber ich sage nicht, dass das addiere noch, dass dies nicht das Erste ist, was passieren müsste. First, without her even knowing. I think that's what may be behind your question, and I'm not persuaded that that was ever the ultimate. Und ich glaube nicht, dass der Junge, bevor das Mädchen überhaupt weiß, dass er zu ihren Eltern geht, ich glaube, das war niemals das Muster. Ich glaube, viele denken oder haben vielleicht so gedacht, aber ich glaube nicht, dass es ein So der Herr die ganze Zeit war. Es schien einfach nur die Norm gewesen zu sein. Aber ich glaube nicht, dass es da eine definitive Rolle gab. Und wenn die Leute mich gefragt haben oder wenn ich in der Situation war, dann war das nicht der Fall für so viele. Bei mir war es oft so, dass die Leute, die mich gefragt haben, dass da schon Verständnis war, dass sie sich gegenseitig mögen, bevor sie überhaupt zu den Eltern gegangen sind. Tut das deine Frage beantworten? Okay. Where are you from? Sorry, Sister Tina, Where are you from, Sister Tina? Pardon me? Where are you from? Wo kommst du her, Schwester Tina? Oh, Jamaica. Ah. Have we spoken before? I don't recall your name. Haben wir vorher schon gesprochen? No, I go by many names. Oh. A woman of mystery and intrigue. Very good. You're welcome. So next time you'll give me another name. okay, so... Ich gehe jetzt weiter. Wenn du bereits schon verheiratet bist mit jemandem, der in der Botschaft war, aber nicht länger in der Bewegung ist, wie sollten wir diese Person betrachten? Sollten wir diese Person als einen Ungläubigen betrachten?
Die einfache Antwort ist ja. Wenn wir den Ungläubigen, wenn wir die Wörterbuchdefinition würden, dann ist ein Gläubiger nicht einfach nur ein Christ oder Adventist, sondern eine gewisse Sache. Und in unserem Kontext, unserem Studium, ist es jemanden, der in die Bewegung glaubt. Und das ist das Rahmenwerk dieser Frage. Und jemand verheiratet bist, der mit der Botschaft daran geglaubt hat, dann, ja, natürlich sind sie dann ein Ungläubiger. Dann sage ich, ja, sie sind ein Ungläubiger. So der letzte Teil dieser Frage, die damit verbunden ist, von was ich sehen kann, dann haben sie diese Frage nicht gefragt, aber ich tue da das hier addieren. Der Fakt, dass diese Person ein Gläubiger oder Ungläubiger ist, sollte nicht unbedingt die Situation, in einer idealen Situation müsste das nicht die viel ändern. Wenn ich jetzt hier einen Bibelvers finden kann, so ist es Galater, vielleicht? Ich möchte zur 1. Korinther gehen. Wir sind 1. Korinther Kapitel 7. So here it talks about marriages. Hier spricht es über die Ehe, 1. Korinther 7, Vers 12, da sagt es, zu dem übrigen Teil spreche ich, der Herr. Also es spricht hier über jemanden, der ungläubig ist. Und er sagt zu dieser Gruppe von Eheleuten, dass eine gemischte Ehe hat, dass man einen Gläubigen und Ungläubigen hat. Und in diesem Kontext ist der Bruder ein Gläubiger, die Frau nicht, aber es geht ja auch andersrum. Und Paul sagt, ich spreche zu diesen Leuten, nicht der Herr. Also er sagt hier nicht, der Herr spricht, sondern ich spreche. Und ich wollte zu dieser Passage gehen, um erst den Kontext zu verstanden und dann können wir das benutzen, um eventuell diese Frage zu beantworten. Wenn es hier sagt, nicht der Herr, ich glaube, Leute tun diese Aussage missverstehen. Mein Verständnis ist davon, dass er sagt, dass er nicht sagt, ein so sagt der Herr, sondern Paulus spricht. Und in seiner Zeit, in seiner Einstellung ist dieses so sagt der Herr, ist eigentlich so steht geschrieben. Also lass mich Vers 12 nochmal wiederholen. Paulus sagt, ich spreche und es ist noch nicht bereits geschrieben. Also was auch immer für ein Rat er gibt, es wurde noch nicht niedergeschrieben. Was bedeutet, es ist nicht im Alten Testament? Und der Grund, warum es nicht im Alten Testament ist, ist, weil jeder wusste, was die Regeln und die Regulation der Ehe waren. Und wir wissen es ja auch. Wenn du ein Hebräer bist, dann bist du nicht erlaubt, außerhalb deines Glaubens zu heiraten. Und ich denke, wir können das alle akzeptieren und verstehen. Nun, im Alten Testament, wenn man das jetzt nimmt, dann haben wir eine Option. Entweder ist man Hebräer oder du bist ein Abgefallener, ein Heide. Da gibt es keine der hebräischen Religion. Es tut sich nicht in etwas anderes umformen. Also man hat die Situation, dass es in der jüdischen, hebräischen Wirtschaft
dass man eine gemischte Ehe hat im Alten Testament. Dass man sozusagen jemand, dass er die Religion verändert hat. Dass jemand gesagt hat, ich bin Hebräer und oh, jetzt möchte ich Buddhist sein. Was man aber hat, ist die jüdischen, hebräischen Leute, die in abgefallenen Situationen kommen und die eventuell dann heidnische Praktiken gemacht haben. Aber sie waren immer noch Juden in abgefallenen Stadium. Sie haben nicht ihre Nationalität oder Religion verändert. Sie waren einfach nur Gottes Volk in abgefallenen Situationen. Im Neuen Testament haben wir eine andere Dynamik. Jetzt haben wir die Situation, wo man Beispiel A hat. Hebräer, Juden, wir nennen sie jetzt 7. Tags Adventisten, und einer ändert seine Religion. Sie ändern sich jetzt nicht von einem Christen zu einem Muslim, sondern sie von einem Laodizianer zu einem Ephesus, eine Person von Ephesus. Man verlässt den Adventismus und geht in diese Bewegung. Jetzt hat man die Situation, wo das erste Mal passiert ist, wo man Leute hat, die von dem Opferdienst zu der Art des Neuen Testaments geht, dass Jesus das Opfer ist, die neue Priesterschaft, die neue Religion. Und das ist, worum es geht, wenn Paulus sagt, hier, der Herr sagt es nicht. Diesen Punkt wollte ich hier mit einbringen. Da gibt es nämlich Leute, die in der Situation ist und die Anzahl wird vergrößert werden, wo Leute sind in dieser Situation, wo 1. Korinther 7, Vers 12 erfüllt wird. Wir finden uns wieder, dass Leute mit Ungläubigen verheiratet sind. Und ich denke, es ist nicht einfach nur schwarz und weiß. Man könnte auch mit jemandem verheiratet sein, der sagt, ich bin hier in dieser Bewegung. Aber das Benehmen zeigt, dass sie nicht in der Bewegung ist. Sie sagen es dir nicht offen, aber ihr ganzes Benehmen, ihre Art des Lebens ist, dass sie nicht in der Bewegung sind. Also denke ich, es ist sehr gewöhnlich, dass Leute sich wieder in dieser Situation wiederfinden. Das ist die Frage Nummer eins. Was tut man, wenn man da keine Intimität in der Ehe mehr hat und diese Intimität, die über die Person drüber nachdenkt, ist nicht die sexuelle Intimität? So, der Fragesteller sagt oder fragt, wie handhaben wir die Intimität? Also wenn wir jetzt nicht über die physikalische Intimität, Sex sprechen, wo die meisten Leute oft hingehen, was ja nur ein sehr grundlegendes Verständnis von Intimität ist, gebe ich eine grundlegende Definition von Intimität jetzt. Es ist eine Ähnlichkeit oder dass man sich kennt, eine Freundschaft, ein Zusammensein. So, deswegen ist es jetzt, Frage ist, was tut man, wenn man keine Intimität hat? Und hier in dieser Fragestellung ist, weil einer in der Botschaft ist und der andere nicht. Und deswegen hat man nicht diese Intimität, weil man nicht die gleichen Objektive hat. Man geht nicht in die gleiche Richtung, nicht die gleiche Perspektive hat. So kann da keine Intimität zwischen euch sein. Und was kann man tun, wenn man in dieser Situation ist? Also wenn wir jetzt Paulus Rat nehmen, dieses Beispiel, was wir gelesen haben, ist, dass dein Ehepartner möchte mit dir dabei sein. Also sie möchten nicht eine Scheidung haben. Wie auch immer die Beziehung ist, da gibt es keinen Wunsch, dass man sich trennt. Vielleicht haben Leute Kinder und sie wollen sich nicht trennen. Was tust man hier jetzt mit der Intimität? Und ich würde vorschlagen,
Als erstes möchte ich sagen, natürlich ist es nicht einfach, aber ich würde vorschlagen, dass Immunität auf unterschiedlichen Ebenen fungiert, im Verstand, Geist und im Körper. Wenn wir den Körper herausnehmen, welches ich nicht wirklich tun möchte, dann haben wir immer noch den Verstand und den Geist. Wenn wir jetzt sagen, aber jetzt, wenn wir den Geist rausnehmen, also den, dann hat man immer noch zwei Teile des menschlichen Wesens, was immer noch mental und körperlich ist. Und auch getrennt jetzt, abgetrennt vom Sex, wenn man intim miteinander sein möchte, dann ist es wirklich wichtig, ob es einfach nur sich berühren ist, Hände halten, miteinander sitzen, Ausdrücke, Augenkontakt. Und auch wenn jemand nicht in der Bewegung ist und in dieser Ehe sich sich befinden muss, dann kann man Intimität haben. Es muss nicht unterbrechen. Man kann auch mentale Intimität haben. Und ich denke, es sollte auch weitergehen. Es mag vielleicht schwerer sein, aber ich denke nicht, dass es unmöglich ist, dass man mentale Intimität haben kann. Und wenn man geistige Intimität betrachtet, auch da muss man auch sich nicht komplett trennen. Mit vielen geistlichen Themen kann man immer noch Intimität oder Ähnlichkeit oder Nähe haben. Und ich glaube, es braucht viel Arbeit, dies zu tun. Aber was ich sagen möchte, um jetzt nicht zu viel Zeit hier zu verbrauchen, ist Folgendes. Wenn Teil 1 sagt, wenn jemand nicht in die Glaube, so, da gibt es Ebenen, wie Leute in der Bewegung sind. Da gibt es Leute, die 24/7 diese Botschaft leben und einatmen. Und da gibt es Leute, die nicht so hingegeben sind. Die sind nicht die so überwältigt sind von dem Ganzen. Und das ist vielleicht ihre Personalität. Und deswegen haben sie vielleicht auch keine geistliche Intimität, weil sie nicht die Aufregung teilen, in welche Richtung die Bewegung geht und die letzten Wahrheiten und so weiter. Also denke ich, dass jeder Intimität in ihrer Eheverbindung haben möchte, sollte, mental, körperlich und geistlich. Und ich denke, es ist möglich, aber es gibt auch Arbeit. Und die Strategien, wie man eine funktionelle Ehe haben kann, ich denke, diese Themen können wir nicht in einer Frage und Antwort hier völlig ausschöpfen, aber ich möchte diese Person ermutigen mit folgenden Gedanken, dass es Grade gibt, das ungläubig sein. Und nur wenn jemand ungläubig ist, bedeutet es nicht, dass die Beziehung zerstört werden muss oder ist. Ein weiterer Punkt, hier geht es um Courtship and Marriage. Und ich weiß, dass viele von uns in der Bewegung heute zu kompliziert, was er da gerade sagt. Manche Leute stimmen damit nicht überein, was ich jetzt sagen würde, aber ich denke, viel mehr Leute sind willig, jetzt für Hilfe und Unterstützung mit einer dritten Partei zu finden. Die meisten Leute schauen nach Selbsthilfebüchern. Manche sind gut, aber manche sind gefährlich. Aber viele Leute tun Selbsthilfebücher lesen. Da gibt es andere, die zum nächsten Schritt gehen. Sie holen professionelle Hilfe. Und es ist nicht mein Ort, und ich mache hier den Punkt nicht, über die Richte und ob Selbsthilfebücher richtig oder falsch sind oder professionelle Hilfe. Was ich sage, ist, dass Leute viel offener sind über diese Idee. Ich sage nicht, ob es richtig oder falsch ist, sondern ich sage einfach nur, es ist der Fakt, wo wir uns in der Bewegung heute befinden. Und der Grund, warum ich das sage, ist, ich denke,
dass es da gute Strategien gibt, die Hilfe, die man haben kann, um Leute zu lehren, wie man Intimität in einer Ehe haben kann. Und ich glaube nicht, dass ein Pärchen nicht an der Klippe stehen muss und da runterfällt und sterben kann, bevor sie überhaupt Hilfe bekommen. Ich denke, Leute können Hilfe bekommen, egal wo sie sich in ihrer Ehe befinden, auch wenn die Person nicht komplett aus der Bewegung ist und so weiter. Wenn du ein Buch schreibst, Verstand, Charakter und Personalität von Ellen White, ich glaube, die vielen Prinzipien, die hier betrachtet werden, sind viele von der Wissenschaft bestätigt worden. Wir nennen es die Wissenschaft der Psychologie. Und viele von uns sind zu ängstlich, die Möglichkeit zu betrachten, dass wir Hilfe uns holen können. Und ich nenne sie jetzt Wissenschaftler. Von Wissenschaftlern. Aber ich denke, dass viele Dinge, die sie betrachten oder erkennen, dass die bereits schon in der Inspiration gefunden wurden. Lass mich einen Vergleich und Gegenüberstellung hier machen. Das sind Leute hier, Gesundheitserzieher oder medizinische Missionare. Wenn man ein Gespräch über ein medizinisch-missionarisches Gespräch zu einer weltlichen Hörerschaft sagen möchte, da würden wir sagen, die Wissenschaft sagt, dass Rauchen für dich schlecht ist. Und wir sagen, 100 Jahre ist es bereits schon schlecht für dich, sagen wir. Und die Wissenschaft vor 100 Jahren hat gesagt, dass das Husten, dass das rauskommt und so weiter, dass es gut war. Also die Wissenschaft damals war noch nicht so weit und jetzt ist sie das. Und wenn unsere Gesundheitschaft sagt, wenn unsere Botschaft sagt, ja, es ist nicht gut, Fleisch zu essen, dann gehen wir zur Wissenschaft und bestätigen das. Wissenschaft ist unser Freund im medizinischen Werk, aber nur, wenn es um das Körperliche geht. Was ich beobachtet habe, wenn es zum Mentalen geht, dann sind wir nicht willig, zu der Wissenschaft oder dem medizinischen Feld zu gehen, um Unterstützung, Hilfe zu bekommen, Rat zu bekommen von weltlichen medizinischen Feld, wenn es um psychologische oder mentale Themen geht. Wir sind immer noch fixiert auf die christliche Perspektive. Und ich denke, der Grund, warum das selbstzerstörend ist, sogar vielleicht, ja, haben diese Geisterweisung Zitate gelesen, die über mentale Unterstützung bekommen oder mentale Gesundheit bekommen, dass diese Zitate nicht richtig gelesen wurden. Und wenn ich das oberflächlich sagen kann, dass ich jetzt nicht hier so lange diesen Punkt bespreche. Viele von uns werden diese Position einnehmen, einfach weil wir oberflächlich die Inspiration lesen. Wenn wir einfach hart genug beten und wenn wir die Linien gut genug studieren, dann werden wir Heilung von Gott erfahren. Niemand von uns würde die gleiche Position mit der Gesundheit annehmen. Wir sagen nicht, wenn wir die Linien hart genug studieren, aber schlechtes Essen werden, dann werden wir vom Krebs gerettet. Niemand von uns würde das sagen, weil es da keine Verbindung gibt. Aber wir machen im mentalen Bereich, diese Verbindung. Und ich glaube, wir machen hier wir tun die Wissenschaft hier nicht richtig annehmen in der Wissenschaft der Psychologie. Wir haben Angst vor diesem medizinischen Zweig, so wie in der letzten
Zeit auch viele Angst hatten vor konventionellen Medikation, zum Beispiel pharmazeutische oder Medizintabletten. Wir haben diese negative Botschaft über sie. Wir nennen sie, im Englischen nennt man es Drogen. Und wir wollen nicht, dass diese sozusagen Drogen oder die Medizin, dass sie eigentlich uns helfen kann. Ich hoffe, dass die meisten von uns daraus herausgewachsen sind von diesem ungesunden Einstellung und sind offen und willig, die Vorteile an diesen Fronten, die passiert sind, zu sehen. Und einfach nur der Dispensationalismus wird uns, lehrt uns, dass wir in einer veralteten Einstellung leben, dass alle Medizin falsch sind und verboten sind, so wie Ellen White es gesagt hat. Und ich würde nicht. Und viele Leute machen die gleiche Aussage, wenn es zu unserer mentalen Gesundheit kommt. Und ich denke, das ist nicht richtig. Und ich wollte jetzt nicht diesen Umweg machen, aber der Grund, warum ich das alles erwähnt habe, ist, weil diese Person zu diesem Ort gekommen ist, weil ihr Partner, ich denke, das ist eine theoretische Frage, ist, ihr Partner ist nicht länger, diese Person ist nicht länger in der Bewegung und da gibt es keine geistige Verbindung, was bedeutet, dass sie keine Intimität und Nähe haben können. Und ich denke nicht, dass das der Fall ist. Ich denke, da gibt es Nähe geben kann, mental, körperlich und geistig. Ich denke nur, dass die meisten von uns nicht die verstehen, wie das Werkzeug dazu oder die Medikation, die wir einnehmen müssen, um Heilung zu erhalten oder um gesund zu werden. Und das ist, warum diese Person sagt, wo ist die Intimität? Die Intimität gebraucht Werk, Arbeit. Ob ihr beide in der Bewegung seid oder nur eine Person. Also möchte ich vorschlagen, mit Respekt, dass ich denke, wir können Intimität haben mit unseren Ehepartnern und wir lernen, wie Beziehungen funktionieren. Und ich möchte jetzt nicht hier euch sagen, dass ihr nicht Beziehungen wisst, wie die funktionieren. Ich hoffe, dass ihr euch nicht angegriffen fühlt, aber ich denke, es ist wahr, dass viele von uns verstehen, und sogar als Veganer, dann wissen wir nicht wirklich, wie man einen Körper heilt, auch mit dem vielen Geisterweissagungrad, den wir haben. Und viele verstehen nicht alles darüber. Wir mögen vielleicht gewisse Regeln folgen, aber manchmal diese Regeln zu fallen, kann schädlich sein, wenn wir nicht wissen, wie wir sie richtig anwenden sollen. Und in der gleichen Art und Weise, wenn wir nicht willig sind, unsere mentale Gesundheit genauso da an das Thema heranzugehen und in diesem Fall Intimität, und wenn wir nicht willig sind, unseren Horizont hier zu erweitern und erzogen zu werden über dieses Thema, dann werden wir in diesen Graben fallen, wo wir denken, dass es hoffnungslos, dass wir irgendeine besondere Beziehung mit unserem Ehepartner haben können. Und viele von uns haben diese falsche Position angenommen. Und ich glaube, der Grund dafür ist, dass wir nicht erzogen sind. Und es ist, wir sind willig, ignorant sozusagen. Und unsere Willigkeit, ignorant zu sein, basiert auf unserer Unwilligkeit, die Wissenschaft zu betrachten über Beziehungen. Und wir sind unwillig, die Wissenschaft des Verstandes zu betrachten und sehen, wie es funktioniert und wie es verbunden ist mit unserer Gesundheitsbotschaft. In der gleichen Art und Weise, wie wir es mit dem Fleischessen haben würden, mit dem
Tauchen, Trinken, Übungen und so weiter, natürliche Heilmethoden, die 8 Doktoren. Die Wissenschaft hat uns aufgeholt. Und wir sollten das als ein Erziehungswerkzeug benutzen. Und wenn es zur mentalen Gesundheit kommt, dann sind wir oft unwillig. Und ich glaube nicht, dass das hilfreich ist. So, ich habe jetzt eine Frage. Ich weiß, in manchen Ehen sehen wir, dass das Physikalische nicht da ist, die Intimität. Als eine Bewegung, was würden wir sagen? Wenn du das physikalisch meinst, ist das Sex oder sich anzufassen? Ich denke beides. Wahrscheinlich mehr das Erste. Ich weiß, dass wir in einer Umgebung sind, in einer Bewegung, die über Gleichberechtigung spricht. Und ich möchte jetzt nicht unbedingt auf dieses Thema eingehen, aber da gibt es viele Missverständnisse über Gleichberechtigung. Und ich möchte dies als eine Aussage machen. Ein flüchtiges Lesen der Geist der Weissagung, denke ich, wird es dir ihr Lehre lehren, dass wir uns nicht auf Gefühle vertrauen sollen. Und wenn ich sage, dass es eine falsche Lehre ist, ist es eigentlich das, was Ellen White sehr oft sagt. Wir sollten unsere auf Prinzipien basiert sein und nicht auf Gefühlen. Und ich glaube, dass es nicht ganz richtig ist, sondern wir sind wirklich emotionale Maschinen. Durch Emotionen werden wir getrieben. Alles in uns sind Emotionen. Und was wir tun müssen, ist, wir müssen diese Emotionen in einer respektvollen und richtigen Art und Weise annehmen. Und wenn du ärgerlich bist und möchtest, dann schreien möchtest, dann ist es eine natürliche Sache, dass du schreien möchtest und das beziehungsweise ist eine natürliche Art und Weise, dass man ärgerlich ist. Und wir sind so gebaut, es ist Teil unseres Seins. Aber was wir tun müssen, ist, dass wir diesen Zorn managen müssen und nicht einfach in eine Operation zu gehen und dann, dass der Ärger uns sozusagen rausgeschnitten wird. Ich hoffe, dass die meisten können das so mit übereinstimmen, was ich sage. Und wenn das dann so ist, was wir tun müssen ist, wenn wir über Emotionen sprechen, dann müssen wir, dass der Emotion nicht körperlicher Teil von uns ist. Wir können es nicht rausschneiden, es ist nicht physisch, aber es ist Teil des Mentalen. Also wenn ihr die Natur des Menschen angeschaut habt, dann habe ich sehr oft das betrachtet. Habe ich oft darüber gesprochen. Eine Sache, die ich sage, wenn man einen Schwamm hat, wenn der Schwamm dein Körper ist und das Wasser, die in den Schwamm kommen, ist der Geist, dann kannst du sagen, dass man da zwischen ein Spiel zwischen den beiden kann. Der Schwamm hält das Wasser, der Körper hält den Geist. So der Geist ist jetzt nicht wie so ein Pudding in dir, in deinem Magen oder in deinem Herz oder im Gehirn. Das funktioniert so nicht. Der Geist ist wie so in unserem Körper drin. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber es ist so ähnlich wie der Schwamm und das Wasser. Und der Grund, warum ich dieses Beispiel gebe, ist, wenn man diesen Schwamm nimmt und ihn so dreht, man kann das Wasser hier nicht manipulieren, aber wenn man jetzt diesen Schwamm hat, so wenn man den jetzt hier, diesen Schwamm und den Körper so zerstört,
verzehrt, dann tut man das auch mit dem Geist. Und ich denke, das ist das Gleiche mit dem Körper und dem Geist. Und ich möchte hier eine Aussage machen. Das Teil dieses physikalischen Ding, was wir sind hier, ist nicht einfach nur Organe und Organe, Muskeln und so weiter, sondern was wir auch haben, sind Hormone. Hormone sind physikale Dinge. Wenn man jetzt hier sagt, dass hier ist nicht dein Mund, dein Arm oder Bein, wenn du jetzt hier schlecht sprichst, dann wird dein Geist verzerrt oder wenn du etwas falsch betrachtest. Wir können es so betrachten, aber wenn das hier ein Hormon ist, aber wenn dein Hormon außerhalb der Kontrolle, außerhalb der Balance ist, dann wird es dein Geist beeinflussen. Und der Grund, warum ich das sage, eine der Dinge, die Frauen von Männern unterscheidet, nicht in, ist eigentlich auch ihre Hormone. Wir wissen, die meisten wissen, dass wir zwei große Hormone haben, Östrogen und Testosteron. Und in einer grundsätzlichen Art und Weise, dann wissen wir, dass die Männer mehr Testosteron haben und Frauen haben mehr Östrogen. Aber es gibt eine feine Balance zwischen die beiden und es ist komplexer, wie ich es erklären kann. Diese Dinge machen einen Unterschied in unserer emotionalen Antwort auf gewissen Ebenen, wenn ich es so sagen kann. Der Grund, warum ich das sage, dass Männer und Frauen, wenn wir mit dieser Ebene der Intimität haben, können es auf einer Hormonenebene betrachten, in einer anderen Art und Weise. Da gibt es Unterschiede. Jetzt, das ist genug für diesen Punkt. Wir haben hier einfach unser Geschlecht, wir haben einfach unterschiedliche Hormone, ist jetzt aber nicht schwarz und weiß, weil Hormone sind unterschiedlich, basierend auf Stunden. Und wenn man eine Frau ist, dann gibt es auch einen monatlichen Zyklus. Testosteron ändert sich über das Alter der Person. Für Männer und Frauen, dann wird es immer weniger. Wird immer weniger, wenn sie älter werden. Das hat dann Auswirkungen. Aber wenn wir über Sex sprechen wollen und Intimität auf dieser Ebene, viele Leute, Männer und Frauen, aber vor allem Frauen, haben Probleme, Sex zu haben, als das erste zu haben, um Intimität zu etablieren. Und ich sage, das ist nicht so schwarz und weiß, aber da gibt es gewisse Unterschiede. Aber wenn wir diese jetzt mal zur Seite legen, was ich vorschlagen möchte, ist, um richtige Intimität zu haben, welches ist, dass man gibt und teilt und natürlich auch bekommt, dann muss die Intimität als erst auf einer emotionalen oder geistlichen oder auch mentalen Ebene erst sein, bevor man dann wirklich Intimität in dem Bett haben kann, Schlafzimmer haben kann. Was dann passt und was man dann schlussendlich hat, dann ist, hat man Sex. Und es kann und es ist sehr schnell, dass wenn man im sexuellen Akt steckt, dass es von etwas Positivem zu etwas Schlimmem umkippt. Und manchmal kann es sogar passieren, dass es eventuell kann es sogar zu Missbrauch umgehen, wo praktisch die eine Person den Körper der anderen Person benutzt, um die eigenen Notwendigkeiten zu befriedigen. Sex ist nicht die Lösung, die Intimität eines Ehepaars löst. Und ich denke, da gibt es viel Missverständnis darüber.
Und ich möchte es als die, ich lege den Fehler jetzt bei der Erwähnung, bei der Erziehung. Und ich denke, viele Männer denken, solange man Sex als auf regularer Basis hat, dann ist man ja intim und das kann nicht so schlecht, die Situation kann nicht so schlecht sein. Und wenn man einen Kampf hat oder ein Argument, die Art und Weise es zu lösen ist, miteinander zu schlafen und dann ist das Problem gelöst. Und ich würde vorschlagen, das ist nicht der Fall. Das mag dich vielleicht für den Moment das Problem lösen, aber es tut das Problem nicht wirklich lösen. Es ist keine gute, lange Sichtstrategie. Um die fehlende Intimität in einem Pärchen aufzubauen. Und für diejenigen, die verheiratet sind, verheiratet waren oder Sex hatten, die wissen, dass wenn man nur Sex hat, das Problem nicht löst. Die gehen nicht weg. Sie kommen einfach wieder auf. Manchmal ein paar Minuten nach dem Sex oder während dem Sex sogar. Wegen der fehlenden emotionalen Intimität. Es kann sich durch den sexuellen Akt hindurch zeigen und Leute können oft es nicht wirklich genießen. Und wenn wir nicht vorsichtig sein, kann es sogar bis hin zu Grenze von Missbrauch kommen. Die Art und Weise, wie Männer und Frauen ihren Körper konstruiert ist, die Art und Weise, wie sie zu dem Punkt des Höhepunkts kommt oder wie Orgasmen funktionieren, das ist alles unterschiedlich zwischen Männern und Frauen. Und wenn man nicht im richtigen Ort mental und emotional ist, dass man eine richtige Intimität hat, der Akt des Sexes, anstatt dass er hilfreich für Intimität ist, kann es schlimmer sein, dass man praktisch die Person für seine eigenen Notwendigkeiten benutzt. Und wenn man sich in diesen Situationen wiederfindet, dass diese physikalische Intimität ist, dann ist vielleicht, ist, dass man die mentale Intimität erst braucht. Aber wenn man versucht, emotionale, mentale Intimität zu übergehen und direkt ins Bett geht, dann mag das vielleicht eine schnelle Lösung sein. Oft ist es nur für eine Person so, aber es tut nicht das Problem lösen. Man kommt immer wirklich auf das Problem eigentlich zurück. Nach einem Und für diejenigen, die in einer Ehesituation sind, dann weiß man, dass es sehr schwer ist, dass Sex interessant bleibt, aufregend bleibt und oft wird es banal, profan, vor allem, wenn man keine mentale, emotionale Verbindung hat. Ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet. Ich gehe jetzt weiter. What do I do for intervention if things are not getting better? So ich glaube, ich habe das ein bisschen beantwortet in der ersten Frage über ich denke, unsere Perspektive über die Beratung ist veraltet und damit meine ich falsch. Wenn du und ich krank wäre, auch wenn wir nicht die richtige Medikation nehmen von deinem Doktor, dann würdest du immer noch hingehen und versuchen, eine Diagnose zu bekommen, um auf einer körperlichen Ebene. Aber wenn es zur mentalen Ebene kommt oder emotionalen Ebene, viele von uns sind unwillig, wir haben Angst, mentale Hilfreiche zu bekommen für einen mentalen Zustand. Und viele denken von uns, dass es Sünde ist, dass wir deprimiert zu sein. Und manche Christen, auch in der Bewegung, denken, dass es Sünde ist, Selbstmord zu begehen. Es zeigt uns die Ebene Ignoranz, die wir haben oder die Leute haben,
Aber zu denken, dass es Sünde ist, Suizid zu begehen, es ist einfach nur ein Missverständnis über die, großer Missverständnis über die menschliche Natur und eine Manipulation von Gottes Wort, um solche Dinge zu sagen. Zumindest ist das meine Meinung. I can't hear what you said, sorry. Isn't Ellen White saying despondency is sin? Despondency is sin. Yeah, so, you know. Also Ellen White hat auch gesagt, es ist eine Sünde, wenn man sich verspätet. Ich denke, was wir tun möchten, ist, dass wir wirklich vorsichtig sind, Geisterweissagung-Zitate zu nehmen, sie zu vergeneralisieren, aus ihrem Kontext herauszunehmen und nicht zu verstehen, was Ellen White eigentlich sagt. Also zu sagen, dass Niedergeschlagenheit Sünde ist, ist, denke ich, ein Missverständnis, großer Missverständnis, was hier eigentlich, um zu verstehen, was hier eigentlich ist, was es eigentlich hervorgerufen haben. Ellen White, das wäre so, als würde Ellen White immer sagen, wir müssten immer freudig sein, immer lächeln, um nicht zu sündigen. Und ich denke, das ist verrückt. Ich stimme mit dir überein. Wir müssen vorsichtig sein, wie wir diese Aussagen nehmen und sie benutzen. Also wenn die Frage ist, was ist, wenn man keinen Rat hat? Und ich denke, es ist eine falsche Annahme, wenn man denkt, Beratung ist Sünde oder falsch. Zur Zeit von Ellen White war nicht so herausgearbeitet, es war nicht so weit, so wie die Gesundheit. Aber vieles ist reifer geworden, weiter geworden. Und das passiert auf der gesundlichen Ebene und der mentalen.